Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, die ersten Layer wurden abgeschaltet. Es gab News im deutschen WoW Classic Forum, auch im europäischen und auch im amerikanischen Forum. Und wir schauen uns hier direkt erstmal die deutschen News an. Die werden wahrscheinlich von euch auch am meisten interessieren. Also wie gesagt, schon mal kurz zusammengefasst. Es gibt tatsächlich schon einen deutschen Server, der quasi nur noch ein Layer hat, wo quasi das Layering-System im Grunde genommen nicht mehr aktiv ist. Und im amerikanischen Bereich haben wir schon etliche Server und auch im europäischen Bereich haben wir einige Server, werden wir uns gleich mal anschauen, die quasi nur noch einen einzigen Layer haben und damit ihre Endversion erreicht haben. Denn Ziel von Blizzard ist es ja quasi, das Layering-System komplett abzuschalten. Ja, was macht Layering? Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt quasi einen Server, wo ihr aber nicht alle Spieler sehen könnt, weil die eben in verschiedenen Layern sind. Und das möchte man quasi, bevor die Weltbosse kommen, komplett ja, abschalten. Wir gehen also mal rein in die deutsche Ankündigung hier. In den 5 Wochen, seit wir WoW Classic veröffentlicht haben, haben wir die Realm-Bevölkerung beobachtet und Layering eingesetzt, wenn es nötig war, um die Realm-Bevölkerung zu verwalten. Wie bereits angekündigt, bevor wir Weltbosse einführen, werden wir alle Realms auf ein einziges Layer bringen. Und wir haben große Fortschritte gemacht, was dieses Ziel angeht. Hauptsächlich, das ist wichtig jetzt, haben die Charaktere der Spieler höhere Stufen erreicht und haben sich in der Spielwelt verteilt. Das hat uns ermöglicht, pro Layer mehr Spielcharaktere unterzubringen, was gleichzeitig bedeutet, dass jeder Realm weniger Layer benötigt. Ne, also wie gesagt, am Anfang hat jeder hochgelevelt, jeder war in den Startgebieten, dementsprechend braucht man einfach mehr Layer, damit die Leute quasi einfach sich auf die Layer verteilt haben in den Startgebieten. Jetzt, da quasi ein paar sind in Desolace, ein paar sind immer noch im Startgebiet vielleicht, einige sind schon Level 60, die Spieler haben sich einfach auf den Server mehr verteilt und deswegen braucht man nicht mehr so viele Layer. Der letzte Zeitpunkt, zu dem ein Server in dieser Region mehr als 3 Layer hatte, war die erste Septemberwoche. Also ist schon wenig her. Auch interessant. Seitdem sind tatsächlich so gut wie alle Server auf 2 Layer gestellt. Genau, jetzt kommen wir zu dem einzigen deutschen Server, der momentan nur noch auf einem Layer läuft, und zwar Hardstriker. Der hat bereits hier seinen Endzustand erreicht und der ist quasi permanent auf einem Layer. Dann kommt hier noch eine wichtige Änderung, und zwar werdet ihr das wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen oder Wochen sehen, dass quasi hinter den Servern in der Realm-Auswahl dann steht, layered. Ja, das bedeutet, auf diesem Server sind noch Layer, also mehrere Layer aktiv, und bei Servern, wo quasi dieses layered nicht steht, da ist dann wirklich auch nur noch ein Layer drin. Also da steht dann nur voll hoch, mittel, niedrig, und dann wisst ihr dann, okay, da steht kein layered hinter, von daher ist da quasi kein Layering mehr aktiv, damit quasi dann auch jeder weiß, ob quasi das Layering auf seinem Server schon abgeschaltet wurde oder eben nicht. Ja, und dann sagen wir hier noch, dass wir quasi in Zukunft vorhaben, natürlich das Layering überall abzuschalten und dass man hier auch auf andere Server transferieren kann, um quasi diese Entwicklung noch zu beschleunigen. Genau, wir schauen nochmal kurz hier in die europäische News rein. Wie gesagt, nicht so mega relevant. Hier steht das Ganze nochmal auf Englisch eigentlich und eben die europäischen Server, die auch nur noch auf einem Layer laufen. Wir sind jetzt hier ein bisschen mehr natürlich, weil wir auch mehrere, also deutlich mehr europäische Server als deutsche Server haben. Und ja, das ist erstmal quasi so die erste Nachricht an der Stelle. Wie gesagt, TipsOtBaby hat hierzu auch ein Video gemacht. Auf Englisch die ganze Geschichte. Verlinke ich euch auch unten mal. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Er hat ja auch immer sehr viele Einblicke noch in die ganze Thematik. Aber im Grunde genommen ging es bei ihm auch um dieses Thema. Ja, was kann man overall sagen? Es sind natürlich auf der einen Seite gute Neuigkeiten. Ja, die Layer werden abgeschaltet. Denn die Layer verursachen natürlich auch deutliche ökonomische Schäden zum Teil auf den Servern. Dadurch, dass einfach so Sachen wie Black Lotus und auch das Leder im Un'Goro-Krater relativ gut verfügbar sind dadurch. Ja, sind natürlich die Preise relativ billig für diese Sachen und man kann sie gut im AH kaufen momentan. Ja, viele finden das nicht so okay. Die sagen halt, nee, Layering irgendwie versaut die Ökonomie. Es sind so viele Items, so viele wertvolle Gegenstände im Umlauf einfach. Und die freuen sich drauf, dass das Layering abgeschaltet wird. Und ich muss auch sagen, obwohl ich auf der einen Seite das ein bisschen blöde finde, wenn quasi auch gerade dann im Un'Goro-Krater wahrscheinlich wieder so eine kleine Mafia entstehen wird, finde ich es auch ganz cool, dass wir halt eher wichtige oder seltene Gegenstände auch wirklich wieder ja, als wichtig erachten können, weil sie einfach mehr Gold wert sein werden, wenn eben das Layering abgeschaltet wird. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch, ja, also könnte es auch dazu führen, dass quasi, wenn das Layering vielleicht auf manchen Servern, wo jetzt noch sehr, sehr viele Spieler drauf sind, schon abgeschaltet wird, dass dann da im Grunde genommen quasi die Preise in ja, abnormale Höhen schießen werden und wir uns gar nichts mehr leisten können irgendwie.
Muss man mal schauen. Ich hoffe, dass Blizzard da irgendwie einen guten Weg finden wird, um das je Server irgendwie dann auch zu managen, wie man die Layer abschaltet. Ein anderer Punkt ist auch noch, dass natürlich ja die Tatsache, dass Layer abgeschaltet werden, jetzt schon auch bedeutet, okay, die Nachfrage nach WoW Classic sinkt anscheinend. Ja, also das heißt, die Leute, keine Ahnung, quitten oder ja, gehen wieder auf Retail zurück, wie auch immer. Wobei ich das jetzt nicht so dramatisch sehe. Ich denke, jeder Hype hat auch erstmal wieder so eine Phase, wo es ein bisschen abflacht. Ich denke, Blizzard hat ja auch eben auch damit gerechnet, dass die Leute auch wieder abwandern werden. Oder einfach vielleicht auch, ja, ein bisschen unregelmäßiger spielen. Viele haben keinen Urlaub mehr und so weiter. Von daher denke ich, ist es eine relativ natürliche Entwicklung. Ja, also Classic ist nicht gleich tot oder so, Leute. Ja, alles chillig. Wollte ich aber nur mal am Rande bemerkt haben, dass natürlich auch das ein Indikator dafür ist, dass halt ein wenig weniger Leute das Spiel spielen. Aber wie gesagt, immer noch deutlich genug, um aktive Server zu haben, finde ich. Ja, overall kann man sagen, das Layering wird langsam runtergefahren. Dadurch wird quasi, werden die Server für die Phase 2 ready gemacht, weil Blizzard gesagt hat, wir möchten, bevor Phase 2 beginnt, alle Layer abschalten. Und zur Erinnerung an der Stelle, denn in Phase 2 sollen die Weltbosse kommen, Azuregos und Kazak. Und man möchte eben verhindern, dass die Spieler diese Weltbosse irgendwie abfarmen können, mehrmals in der Woche machen können, wie auch immer, indem man irgendwie Layer-Hopping betreibt. Von daher ja, ist auf jeden Fall das auch der richtige Weg. Und wir befinden uns auf jeden Fall auch deutlich auf dem Weg zu Phase 2. So, und was Phase 2 angeht, schauen wir nochmal hier in die News auf BAFT rein, die ein Interview erwähnen, was quasi jetzt vor einiger Zeit stattgefunden hat, wo quasi der Game Director Iron Hazy Coasters erwähnt hat, dass noch dieses Jahr Phase 2 kommen wird. Ja, also das Interview werde ich unten auch nochmal verlinken. Er hat die quasi geschrieben, quasi Ende dieses Jahres wird quasi noch die Phase 2 kommen. Ich mache das mal wieder weg, weil das blendet gerade. Und ja, das bedeutet quasi, wir werden vor Silvester Phase 2 haben. Da gab es ja auch schon Vermutungen. Einige hatten vielleicht auch erst gedacht, dass Phase 2 erst im Januar kommt, weil auch anscheinend sehr viele Spieler noch gar nicht Level 60 erreicht haben. Viele haben da so ein bisschen die Befürchtung, dass sie dann nicht mehr hochleveln könnten, weil dann alle nur PvP machen. Wie gesagt, da möchte ich euch auch ein bisschen beruhigen an der Stelle. Ich habe öfter auf diversen anderen Servern hochgelevelt, also auf Privatservern, wo das Ehre-System schon lange, lange im Spiel war und da konnte man auch immer ganz normal hochleveln. Wenn ihr euch in den jeweiligen Zonen nicht in den Haupt-PvP-Gebieten aufhaltet, wo einfach die Leute World-PvP machen, wenn man die Bereiche ein bisschen umgeht, dann kann man auch locker weiter entspannt leveln. Also macht euch da keinen Kopf wegen der Phase 2. Ja, ich bin gespannt, wann die Phase 2 letztendlich kommt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt eventuell sogar erst mit Januar gerechnet. Ja, und vielleicht, wie gesagt, kommt es noch vor Weihnachten als Weihnachtsgeschenk für eine Art. Keine Ahnung. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was so eure Vermutung ist, wann Phase 2 kommen wird. Und vor allem auch ganz wichtig, wie ihr die aktuelle Entwicklung seht. Wie sieht es auf eurem Server aus? Ja, denkt ihr eher, okay, wow, auf meinem Server geht so viel ab, alles ist so überfarmt, habe ich jetzt öfter schon gehört von ein paar Leuten im Stream bei mir. Das Layering jetzt schon abschalten ist bei uns nicht möglich, bei uns auf dem Server. Ja, wir sind einfach viel zu viele Leute und das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Oder sagt ihr eher, seid ihr auch im Server, ey, bei mir ist so leer. Ich bin froh, wenn ich endlich, wenn das Layering abgeschaltet wird, damit ich mal auch alle Leute auf meinem Server sehe. Also wie ist so der Stand der Dinge auf eurem Server und schreibt auch bitte sehr, sehr gerne euren Servernamen vor die Nachricht, damit ich auch weiß, so auf welchem Server was abgeht, damit man einfach vielleicht so für alle so ein kleines Bild für die Community hat, auf ja, wie so der Stand der Dinge ist. Weil ich denke einfach, viele sind auf verschiedenen Levelbereichen. Im 40er-Bereich hat man gerade ein anderes Bild wahrscheinlich auf einem als Level 60er und so weiter. Von daher schreibt auch gerne euer Level dazu und schreibt mir einfach mal, was auf eurem Server gerade abgeht. Und ob ihr denkt, dass das Layering quasi jetzt schon abgeschaltet werden kann oder nicht. Und wann ihr denkt, wann Phase 2 kommen sollte oder kommen wird. Jo Leute, das war das Video. Das waren die News im Grunde genommen. Eine letzte Geschichte an der Stelle noch, bevor das Layering abgeschaltet wird. Solltet ihr vielleicht schauen, dass ihr quasi so Sachen, die momentan noch relativ günstig zu erhalten sind, dass ihr die noch einkauft. Ja, sei es Black Lotus oder auch Teufelssaurierleder, irgendwelche Kräuter und so weiter. Versucht wirklich jetzt Sachen zu horten, denn ich vermute schon, dass sobald das Layering abgeschaltet wird, werden die Preise wirklich in die Höhe gehen und dann könnt ihr euch die Sachen vielleicht nicht mehr kaufen. Von daher, wenn ihr gerade schon euer Epic Mount habt, oder einfach ein bisschen Gold rumliegen habt, dann investiert vielleicht jetzt in diese Sachen,
es könnte sich langfristig wirklich sehr, sehr lohnen. Also ich habe mir wirklich schon einige Dinge gekauft. Wie gesagt, Arkanenkristalle könnte man auch überlegen, denn diese Sachen werden alle deutlich teurer. Ja, das war's dann auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, ihr habt immer noch eine schöne Zeit in WoW Classic. Ja, ich bin immer noch richtig im Classic-Fieber, habe immer noch Bock auf die ganze Geschichte. Und ja, wenn ihr mir dabei zuschauen wollt, wie ich ein bisschen Classic spiele, dann schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Mein Twitch-Stream ist auch unten verlinkt. Und ich bin dreimal die Woche live, immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab 18 Uhr. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.